So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich muss mich jetzt schon entschuldigen für meine Stimme. Meine Stimme ist einfach komplett im Eimer. Ich habe solche Halsschmerzen, eigentlich wollte ich heute gar kein Video machen. Habe gedacht, abends Stream reicht, Stunde reden muss sein. Aber ich habe gedacht, es gibt so viele neue coole Aufgaben, dass ich trotzdem mit euch mal drüber schauen muss, was ist eigentlich gerade los. Seit 10 Uhr hat die Fashion Week begonnen, aber nicht nur die Aufgaben der Fashion Week sind da. Ihr habt auch missverstandener Schabernack mit Hoppa, geht weiter. Gleichzeitig noch eine Meloetta-Forschung für die Leute, die noch gar kein Meloetta haben. Das heißt, wenn ihr Pokémon Go aufmacht, ihr habt erstmal überall Schatten, weil es gibt so viele neue kostümierte Pokémon jetzt, die shiny sein können. Es gibt so viele alte kostümierte Pokémon, die shiny sein können, wie dieses Glibungel, was hier sitzt zum Beispiel. Das gab es letztes Jahr auch schon. Mit dieser Mütze sieht auf jeden Fall übel stylisch aus, brauche ich aber nicht. Mir geht es um die neuen Shinies, natürlich das Elitzeber, um das Smetbo, das Kirlia. Diesmal ist es shiny. Und natürlich das Sneebel. Sneebel nur aus Raids oder halt auch aus Feldforschungsaufgaben, aber kann man auf jeden Fall nicht wild bekommen. Wenn ihr jetzt mal hier reinguckt, dann seht ihr schon die verschiedenen Aufgaben. Im Heute-Tab findet ihr die Fashion Week. Schnappschuss von Shinux Elitzeber Käufwaff im Freien. Das ist die Aufgabe, wo die meisten Leute immer dran scheitern. Die machen 20 Schnappschüsse und sagen, es geht nicht. Ihr müsst wilde Pokémon fotografieren, ja? Wenn ich jetzt das Eneko antippe, das ist ein Pokémon im Freien und jetzt kann ich hier einen Schnappschuss machen, wenn ich auf dieses Kamerasymbol oben drücke. Zeige ich euch aber dann, wenn es soweit ist. Manche nehmen nämlich immer die Pokémon aus ihrem Beutel, fotografieren die, gehen dafür vor die Tür, dass sie im Freien sind, wundern sich, wieso das nicht geht. Also Schnappschuss machen, 5 gute Würfe, kämpft gegen einen Fashion-Herausforderer, das ist wie Rocket Rübel am Stop, nur dass die halt anders aussehen, zeigen wir euch auch. Dann bei der Spezialforschung auch missverstandener Schabernack, diese eine Seite, dann ist wieder Ende. Schnappschuss vom Kumpel, fang einen Käufer, verdiene ein Herz mit deinem Kumpel, ist also nicht die Welt. Aber hier findet deine Stimme, da gibt es Meloetta. Schnappschuss vom Kumpel, 30 Pokémon vom Typ Normal, entwickel 15 Pokémon. Wir wollen aber in erster Linie die Fashion Week Aufgaben jetzt machen. Wenn alles andere nebenbei auch gelöst wird, ist das halt so. Wir suchen uns also ein Shinux, Elitzeber oder Käufwaff und machen ein Bild, einen Schnappschuss im Freien. Wir drücken mal drauf. Wir nehmen hier das Elitzeber. Das sitzt hier vorne, da wandere ich jetzt mal hin und melde mich gleich zurück. So, hier haben wir jetzt ein Elitzeber im Freien. Das tippen wir mal an. Das kann natürlich shiny sein mit Kostüm. Und nach dem Event könnt ihr das sogar ohne das Kostüm shiny antreffen und dann könnt ihr es auch entwickeln. Wir drücken mal jetzt hier auf die Kamera, machen einfach ein Bild, drücken hier nochmal auf die Bestätigung. Jetzt seht ihr, dass das unten für die Aufgabe gezählt hat. Wir gehen wieder zurück, wir brauchen es auch gar nicht fangen. Die Aufgabe ist also erledigt. Das ist alles. Ein Schnappschuss im Freien. Und die Leute haben immer Probleme damit. Wir suchen uns jetzt mal so einen Fashion-Herausforderer und nehmen den auch gleich noch mit. Und auf dem Weg dahin machen wir noch natürlich die Würfe. So, da haben wir auch schon so einen modebewussten Trainer gefunden. Wir brauchen auch jetzt nur noch einen guten Wurf. Das habe ich extra so gemacht, weil der hinterlässt ja bestimmt auch ein Pokémon oder irgendwas. Kriegerdenkmal, coole Herausforderin. Was? Du willst gegen mich kämpfen? Ja, natürlich. Wir haben natürlich keine Ahnung, was sie jetzt für Pokémon einsetzt. Ich glaube, ich nehme einfach mal mein heftiges Meisterliga-Team. Wir schauen mal, was die zu bieten hat. Also das dürfte theoretisch kein Problem sein. Jetzt haben wir hier ein Pokémon vom Typ Normal. So, das war jetzt nicht so effektiv, aber ist auch egal. Es geht ja um nichts. Einfach ein bisschen Spaß jetzt mit der Trainerin. Schutzschild brauchen wir auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Attacke uns jetzt hier wegfetzt. Jetzt habe ich erst gedacht, die hat so eine komische Frisur, aber das wird wohl die Käufwaff-Perücke sein, die ihr ja aus dieser zeitlich begrenzten Forschung bekommt. Also wenn ihr das im Heute-Tab abschließt, dürftet ihr auch so eine fetzige Perücke bekommen für euren Avatar, die ihr dann immer nutzen könnt, damit ihr auch aussieht wie ein Hund. Wer wollte nicht schon immer ein Hund sein? Vielleicht hat er auch dreimal Käufwaff drin, oder? Nee, Sneebel ist noch am Start. Gut, Sneebel. Da gehen wir jetzt mal auf Flammenwurf, dafür haben wir ja 2 Attacken.
obwohl wir es gar nicht gebraucht hätten, Feuer gegen Eis und ein Dosenbier hinterher. So muss das aussehen. Sehr effektiv, ist auch weg. Und dann kommt jetzt noch ein Smetbo. Nein, ein Mobitesse. Gut, auf die Fresse vom Mobitesse. So kann man es machen. Nehmen wir jetzt nochmal Aeroass, ganz gemütlich, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Und dann haben wir das erste Kapitel auch schon abgeschlossen. So, das ist nix. Ich glaube, mein armes Togekiss ist gleich weg. Nein, mach's nicht. Komm, Tau ziehen. Ich mache noch einen Quick-Move. Dann habe ich gewonnen. Da glaube ich fest dran. Das ist ja fast so brutal wie GBL, oder? Seht ihr, so muss das aussehen. Ohne Taktik, ohne alles. Einfach nur wild draufklopfen. Das reicht auf jeden Fall aus. Aufgabe ist auch fertig. Jetzt brauchen wir aber noch einen guten Wurf. Und hier sitzt ja eh genug rum. Ich habe gesehen, hier ist auch ein Smetbo gewesen. Da gibt es keine Pokémon-Belohnung. Das Smetbo ist auch weg. Also nehmen wir das Elitzeber mit. Und curven hier jetzt nur mit dem Daumen. Einfach ganz gemütlich. Toll. Aus der Hüfte raus, wollte ich sagen. Das war der letzte Wurf, der letzte gute Wurf, der trotzdem großartig war. Und es kommt auch noch raus, egal. Lass mal es halt einfach sitzen. Gucken wir uns mal an, was es als Belohnung gibt. Hier gibt es 1000 Erfahrungspunkte. Hier haben wir ein Eneko. Heute Abend ist auch Eneko Spotlight-Stunde für alle, die es interessiert oder die noch das Shiny brauchen. Haben wir wieder mal den Schnellfangtrick angewandt. Und wir haben ein Zirpurze. Also richtig nice oder auch nicht, das müsst ihr für euch entscheiden. Ich habe es nicht mehr gebraucht. Belohnung abholen, nehmen wir hier gleich mit. Ach, es ist gar nicht drin gewesen. Da fahren wir mal die schweren Geschütze auf und nehmen mal den Hyperball. In der Hoffnung, dass es jetzt drin ist und haben noch die Kapitelbelohnung. 10 Pokebälle gab es auch noch dazu, ein geheimnisvolles Pokémon erscheint. Es ist noch ein Elitzeber. Hauen wir auch hier mit dem Schnellfangtrick. Mit dem Schnellfangtrick einfach den Ball drauf und dann müsste das auch drin sein. Nächstes Kapitel. Es ist immer noch nicht drin. Oh, Louis, Louis, Louis. So, so sieht das aus. Jetzt haben wir sogar schon 2 Aufgaben fertig vom nächsten. 5 sehr effektive Ladeattacken. Brüte ein Ei aus. Lande 5 Curveball-Würfe. Also die Würfe sind nicht das Problem, die Ladeattacken an sich auch nicht, aber das Ei. Ja, 1 Kilometer, dann geht das 10er-Ei auf, das dürfte sogar doch passen. Wir suchen uns jetzt erstmal eine Arena. Ich glaube, wir nehmen die blaue Arena, da haben wir nämlich Ruhe und machen 5 effektive Ladeattacken. Gucken wir mal, was drin sitzt und dann zeige ich euch auch, wie man das macht. So, normalerweise war der Plan, ich wollte davor zu dieser gelben Arena, weil die eben noch blau war, wollte die bekämpfen. Jetzt ist sie auf dem Weg dahin, ist sie einfach weiß geworden und gelb. Und jetzt konnte ich mich zwar reinsetzen, aber das war ja eigentlich nicht der Plan, eigentlich wollte ich ja kämpfen. Dann habe ich noch Annika und Flo getroffen, Grüße gehen raus. Und jetzt bin ich hier an dieser blauen, habe eben schon versucht zu kämpfen, aber die waren alle komplett down, sodass ich gar nicht dazu kam, einen Charge Move einzusetzen. Ich habe mir jetzt extra ein 2. Handy genommen mit einem blauen Account und habe die, die in der Arena sind, jetzt geheilt. So viel zu, so einfach geht das. Aber bei euch, wenn ihr sowieso nur 5 Sekunden in Arenen sitzt und dann direkt rausfliegt, sind die Arenen ja bestimmt immer hochgeheilt und voll. Ich muss nachhelfen, weil die da 5 Jahre drin sitzen und die keiner raushaut, damit ich was machen kann. Blitzer ist am Anfang drin. Wir werden uns jetzt also mal mit Ed Boden versuchen, Pokémon rauszusuchen, die eine Bodenattacke haben, die ein bisschen was aushalten und selbst vielleicht noch zum Boden-Move kommen. Gehen mal so auf, ja, so 2000 müsste gut aussehen. Das können wir hier nehmen. Hypoterus, Geowatz. Ich hoffe, die haben wirklich dann auch die Attacken drauf. Nidoqueen, alles andere, Demeteros. Ed müsste ja Attacken nehmen. Und Ed Boden müsste Bodenattacken haben. Was ist gegen Elektro? Boden. Schauen wir mal, ob das passt. Erdbeben hat der. Klingt auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt muss er nur dazu kommen, seine Ladeattacke einzusetzen. Die muss ich also aufladen. Und erfolgreich durchgezogen werden. Eben war es nämlich so, entweder waren meine Pokémon so klein. Bumm, sehr effektiv, stand auf jeden Fall da. Ich
Ich glaube, wir schaffen sogar noch ein zweites Mal. Eben war es so, meine Pokémon waren so klein mit WP 10 oder alles, die kamen gar nicht zu ihrer Ladertage, weil sie vorher gestorben sind. Oder weil der Gegner so wenig hat, ist einfach umgefallen. Jetzt habt ihr gesehen, das hat zweimal gezählt, weil wir haben zweimal den Move durchgezogen. Jetzt ist immer noch das Blitzer vorne drin. Wir geben also wieder Eigen-Edge Boden. Obwohl, wenn wir so schlau sind und danach ein Letter King kommt, können wir auch Boden und Kampf nehmen. Wir nehmen jetzt mal kurz was anderes hier rein. Schön ausführlich alles, ja, so wie man sich das immer wünscht. Wir nehmen mal Kangama, Morlord, Libeldra und die letzten drei nehmen wir mit Kampf, dass wir dann weitermachen können direkt, wenn das Letter King reinkommt. Und nehmen mal Netzwerkfehler. Nehmen wir hier das Riolu mit, das Kangama und hier das Machomai. Jetzt hätten wir 3 gegen das Blitzer und 3 gegen das Letter King. Ihr könnt natürlich, hättet das vorher auch so machen können. Hättet ihr vielleicht schon alle 5 Sachen mit einmal weg. Warum kämpft er jetzt mit Kangama? Ach so, weil das Kangama einmal so war. Ja, dann hole ich halt Morlord rein. Der jetzt Säurespeier hat. Gut, jetzt blicke ich gar nichts mehr. Gucken wir mal hier, Libeldra mit Erdkräfte. So, das sieht doch gut aus. Der müsste auf jeden Fall jetzt sehr effektiv treffen. Mit einem Boden-Move. Dann haut er den vielleicht. Na, ging nur einmal durch. 3 von 5. Jetzt kommt aber dann das Letter King. Da brauchen wir also jetzt Kampf. Dafür haben wir unsere 3 Kampf-Pokémon mitgenommen. Wechseln jetzt auch schon wieder. Das ist ja das Gute, wir sind nicht in der GBL. Wir können einfach wechseln. Wir gehen mal aufs Lucario. Lucario hat Steigerungshieb, der sowieso an sich nicht so viel Schaden macht, aber jedes Mal sehr effektiv trifft und jedes Mal schnell aufgeladen ist. Also das müssten jetzt die restlichen sehr effektiven Ladeattacken sein. Müsst ihr jetzt gleich anzeigen, wenn er tot ist. 5 von 5 gelöst. Brauchen wir also nicht weiter gucken. Gehen jetzt hier auch wieder raus. Rest lassen wir einfach so sitzen. Wir brauchen, glaube ich, noch das Ei, was brütet. Genau, brüte ein Ei aus, fehlt noch. Da sind wir jetzt bei 9,4 von 10. Gucken wir mal, wenn das Ei aufgeht. So, ich habe gerade die Meldung bekommen, dass das Ei ausgebrütet wurde. Ich bin aber noch im Fangbild. Bei Elzeba, was es ja nur jetzt Scheine gibt, man kann es immer wieder neu betonen. Wenn ich jetzt hier aber rausgehe und überall einfach Käufer rumsitzen, mit dem ihr eure Aufgabe fertig kriegt, dass ihr 30 Pokémon vom Typ Normal fangen sollt, ist ja ein normales. Brüten hier jetzt ein Riolu. Oh, da fehlt mir noch ein 100er. Das hat aber zu wenig. Ich glaube, es müsste was im 60er Bereich haben. 14, 14, 12 oder was das ist. Ja. Nee, Abenteuer Sink braucht man nicht. Ich weiß nicht, ob noch eine Aufgabe mit Eiern kommt, deswegen packe ich lieber mal ein 2-Kilometer-Ei rein. Dann hänge ich mich mal kurz hier hin. Denn wir wollen ja kurz die Kapitelbelohnungen abholen und schauen, was da drin war. Fashion Week endet in 7 Tagen. Ihr habt also genau jetzt eine Woche Zeit. Hier haben wir einen Waumboll. So, wir machen wieder Schnellfangtrick, zimmern hier einmal drauf. Waumball rausgeschossen. Dann als zweites gibt's Roselia. Also alles ziemlich grün, aber stylisch. Muss man dazu sagen. Also bisher gefallen mir die Spawns eigentlich ganz gut. Und als drittes haben wir hier noch ein Voltilam. Voltilam auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ist ja auch ein ehemaliges C-Day-Pokémon. So. Einfach einmal den Ball drauf geschmissen in die Mitte, großartig. Gucken noch, was hier rauskommt aus der Kapitelbelohnung. Dann können wir die 3 auch gleich mal bewerten, beziehungsweise alle 4. Und schauen, was da dabei war. Ein Smetbo mit Kostüm, also mit Schleife. Ob der auch so einfach drin bleibt, wenn man ihn trifft. Werfen wir einen Ball, gehen zurück, gehen hier rein. Und haben wir das Smetbo? Ja, wir haben das Smetbo dabei. So, wir bewerten mal kurz die 4, die aus der Aufgabe kamen. Baumboll, Roselia, Voldilam, Smetbo. Alles eigentlich nicht wirklich brauchbar.
Dann setzen wir uns mal kurz hier neben den Penis, den da jemand hingemalt hat. Und haben natürlich noch, mache einen Schnappschuss von Kirlia oder Eneko im Freien. Lande 5 Curveball-Würfe hintereinander und kämpfe gegen 3 Fashion-Herausforderer. Das heißt, wir suchen uns jetzt erstmal Kirlia oder Eneko. Eneko sitzt schon hier. Wir können also direkt, wie vorhin bestimmt, im Freien, ihr müsst nicht draußen sein. Das Pokémon darf nur nicht in eurem Beutel sein. Geht also wieder auf das Fotosymbol. Drückt einfach auf Foto, macht das Häkchen und dann ist die Aufgabe auch schon wieder abgeschlossen. So einfach, Pokémon im Freien fotografieren, ja? Wenn ich jetzt drin gesessen hätte, hätte das genauso gut funktioniert. Was haben wir noch? 5 Curveball hintereinander und 3 Fashion-Herausforderer. Wollen wir die Curveball-Würfe gleich noch versuchen? Ich probiere mal mein Glück, das ist der zweite. 3 Stück fehlen noch. Müsst ihr nicht klasse, müsst nicht großartig, müsst nicht einfach fabelhaft, ihr müsst einfach nur den Curveball treffen. Wenn ihr das macht, nachdem der gehüpft ist oder angegriffen hat, müsst ihr jeder Ball treffen. Wir nehmen uns das nächste Klibunge hier unten, machen das da auch wieder, zack, Curveball drauf, mit einem Daumen einfach schnell hier rausgeschakert und dann noch 3 modebewusste Trainer suchen und besiegen. So, er greift an, das heißt, wir können loslassen und haben den nächsten auch. Es geht um nichts. Alles voll gemütlich, voll entspannt. Ich glaube, wenn ich mit hoher Stimme rede, dann ist das besser für mich. Da ist auch schon ein modebewusster Trainer. Ich werde aber gucken, ich brauche ja noch 2 andere. So, hier, blöder Hund greift an, also lass mal los. Zack, letzter Curveball drauf. Der gar nicht anzeigt unten. Was ist los mit dem? Warum zählt er nicht? Fange 11 von 30 Pokémon, okay. Jetzt hier 5 von 5, gut. Wir suchen ein paar modebewusste Trainer, melden uns zurück, wenn wir den letzten haben und den wieder besiegen. So, der dritte ist gefunden. Wir drücken es direkt schon mal an. Das muss ich aber noch ein bisschen leiser machen. Und hier, mitten im Wald, werde ich mich jetzt herbegeben, das wird jetzt hier mein Kampfplatz sein. Ich werde mich einfach hier in den Dreck reinsetzen und das Ganze vor mich stellen, ungefähr so. Hier, guckt euch das an, so ein schöner Kampfplatz. Und werde jetzt hier diesen komischen, ja, freche Herausforderin, werden diesen Moderüpel jetzt bezwingen. Und was ich gerade die ganze Zeit gemacht habe, ich habe Lucario genommen. Einfach 3 Stück, obwohl ich meistens nur das erste gebraucht habe. Und habe mit Lucario einfach alles niedergemacht. Da die als erstes sowieso immer einen Käufwaff drin haben vom Typ Normal, nimmst du Kampf, machst immer zu Steigerungshieb. Das steigert sich, das steigert sich, das steigert sich. Und dadurch, dass er so schnell immer wieder seinen Charge-Move machen kann und die dann 3 Sekunden warten müssen, genau wie die anderen Rüpel, kommen die meistens gar nicht dazu, überhaupt großartig was zu machen. Vorhin war noch Georogger zweites drin, das war auch natürlich auch sehr effektiv, also Kampf gegen Gestein. Jetzt habe ich vergessen hier zu drücken. Ich hatte sogar Kirlia plötzlich drin, aber das auch einfach weggehauen, einfach ohne Probleme, nimmt man alles mit. Schön ist auch, dass man sieht, dass die verschiedene Käufwaffen nutzen. Also ich habe schon alle möglichen Farben jetzt gesehen. Es ist nicht immer das gleiche. Einmal war das normale drin. Jetzt seht ihr hier schon, ist ein grünes. Vorhin war ein gelbes dabei. Alles zu Fashion Week. Finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt ist Metbo hier da. Der kann mir eigentlich auch nicht wirklich was. Ihr seht, der kommt zu nix. Ich bin schon wieder dran. Auch wenn der Steigerungshieb nicht reinhaut und kaum Schaden macht, seht ihr ja, dass mein normaler Quick Move ordentlich immer mal was abnimmt. Und so, wenn ihr auch keine Ahnung habt, könnt ihr einfach Lucario nehmen. In den meisten Fällen funktioniert das, einfach wild da drauf zu hauen. Es dauert zwar hier ein bisschen, aber er steigert sich immer mehr, immer mehr. Ihr seht, bei mir nimmt es kaum Energie ab, weil der Gegner eigentlich gar nicht dazu kommt, wirklich mal anzugreifen. Dadurch, dass er immer beschäftigt ist, von mir zu kassieren. So, mittlerweile kannst du hier noch Stöcke sammeln zwischendurch. Nochmal Steigerungshieb. Dann kommt der letzte rein. Bin mal gespannt, was das wird. Eigentlich sollte ich gerade meine Mutter noch abholen. 12:30. Ich habe gesagt, wird vielleicht um 1. Weil ich fix das noch fertig filmen wollte. Es ist ja noch ein Kapitel dann da.
Jetzt hier noch Aquana hinten drin. Wir haben immer noch die Hälfte an Energie. Wir sind noch nicht im gelben Bereich. Finde ich irgendwie ganz cool, ganz gemütlich. Einfach so, Lucario. Leider ist das kein 100er. Das ist, glaube ich, ein 98er Lucario mit 15 Angriff. Würde jedem reichen, mir natürlich nicht. Ich bin gespannt, wenn irgendwann Mega Lucario in die Mega Raids kommt. Werde ich komplett ausrasten, weil ich unbedingt ein 100%iges Lucario haben möchte. Und natürlich auch genügend XL-Bonbons, damit ich das 100er dann auch hochziehen kann. Das ist ein Ziel unbedingt, was ich habe. Die ganze Zeit, wenn ich Lucky Trades machen kann, schaue ich schon immer mal, dass ich ein Riolu nehme oder Terrakium. Weil das möchte ich auch noch als 100er, auch wenn das nicht das geilste Pokémon ist. Ich finde es einfach, mir gefällt das Design. Ich finde das Pokémon an sich einfach cool, deswegen hätte ich das auch gerne als 100er. So, jetzt lassen wir die mal reden. Drücken weiter. Pokéball. Beleber. Was anderes. Die Pokémon-Belohnung abholen. 3000 Staub. Erfahrungspunkte meine ich. Jetzt hier wieder Schnellfangtrick. Glibunkel. Das ist ein Dreck, der hier. Ein dreckiger Dreck. So, Glibunkel eingetütet. Schnellfangtrick. Dürfte passen. Hier, nächsten abgeholt, eingetütet, dürfte auch passen. Wieder Roselia. Die haben es mit ihren Roselia. So, gut getroffen. Und die Kapitelbelohnung. Das ist der Schnellfangtrick. Guck mal, wie gemütlich das ist. Ihr nicht die ganze Zeit warten müsst, bis das die ganzen anzeigt. Genau, die ganzen Animationen. Käuferwaffe auch am Start. Auch Knüppel, nicht Knüppelroder, sondern riesengroßer Kreis. Der hat so einen großen Kreis, ich weiß überhaupt gar nicht, wohin damit, weil der Kreis so groß ist. Jetzt können wir trotzdem die drei aber mal bewerten. Total sinnlos. So, das sieht gut aus, das sieht auch gut aus, das sieht gut aus. Spaß, sieht alles schlecht aus. Also, letztes Kapitel ist das, glaube ich. Gewinne einen Raid in weniger als 60 Sekunden. Lande drei großartige Würfe hintereinander. Schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab. Drei großartige Würfe. Hintereinander. Na, warte. Die machen wir doch hier so. Also so. Großartig 1. Habe ich gesehen, ein Krakilo sitzt rum. Großartig 2. Wenn es sich jetzt wehrt, ist alles für umsonst. Mit dem Raid, ja, keine Ahnung, ist überhaupt ein Raid da in der Nähe? Die Kamera ist auch gleich aus, wie ich sehe. Da ist gar kein Krakilo. Krakilo. Ich glaube, ich nehme mal was aus dem Stapel, in der Hoffnung, dass da noch was Fettes, Großes drin sitzt. Samurzel. Okay. Nein! Nein! Samurzel hat es verkackt, egal. Ich muss, wie gesagt, ich muss eh warten. Ich muss gucken wegen Raid. Ich muss gucken wegen Akku. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. Werde ich wohl doch die Mama dann fix erstmal holen. Dann mal gucken, ob ich das irgendwie, das Handy nochmal... Jetzt sitzt das Krakilo wieder da. Wollen die mich verarschen? Oh, warte mal. Hier ist ein Glibungel-Raid. Nee, brauche ich nicht. Wenn, dann möchte ich ein Sneeble-Raid machen. Ich warte einfach, bis ein Sneeble-Raid aufgeht. Und hier haben wir jetzt das Krakilo. Das dürfte bestimmt schwer zu fangen sein, aber leicht zu treffen. Vielleicht können wir die drei großartigen Würfe an dem noch machen. Und dann fix Muttertier holen und auf Sneeble-Raid warten. Nummer 1. Und wieder Serie gerissen. Man sollte halt ein bisschen Geduld mitbringen, ja. Wer keine Geduld hat, so wie ich, der macht halt nicht viel. So, 1, Krakilo. Komm, wir zählen alle mit. 3, 2, 1, meins, wie bei eBay. Alter, mein Auge. Das ist gut, wenn er immer wieder rauskommt. Kriegt auch noch eine Banane in die Schnauze, so. Hauen wir noch den nächsten Ball drauf. 2 von 3. Und dann müsste das jetzt eigentlich gleich passen. Ich finde den Platz hier immer noch genial. Hier könnte eine Turin seine Ravioli-Dose draufstellen und kochen und alles sitzen drumrum wie am Lagerfeuer. Richtig geil. Erinnert mich an früher, als das Leben noch in Ordnung war. Oh, Eneko! Shiny! Wow! Und alle drehen durch. Jetzt müssen wir aber nochmal eine Nanana-Beere nehmen. Das ist das Spotlight-Pokémon von heute Abend, ja? Brauche ich aber nicht mehr. Habe ich die Familie auf jeden Fall voll. Gleich im Titel angeben. Shiny im
Fashion, wie Spezial, Forschungs, heute, Tab, Zeug, Gedöns. So, Raid suchen, später. So, da sind wir zurück. Und habt ihr das gesehen? Ist es nicht genial? Iver Mild hat eingeladen zum Sneeble Raid. Genau den ich eigentlich machen wollte. Und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt brauche für den Raid, ob ich das schaffe. Ganz gemütlich, wenn ich den Solo mache. Ich werde die Gruppe trotzdem dann mal öffentlich stellen. Werden mal gucken, wie lange es dann dauert. Die wird sich sicherlich jetzt füllen. Machomayamee am Start. Kampf gegen Eis. Passt. Belichtung sieht schon wieder richtig räudig aus. Hinten, dass die Sonne da durchkommt. Vielleicht hätten wir auch mal den Standort wechseln sollen. Wir stellen uns mal darüber. Vielleicht sieht es von der anderen Seite besser aus. Denn das ist eine Idee. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ich lade mich einfach selber ein zu einem Raid, ne? Wer hat, der kann, ne? Nee, wer kann, der hat, ja, egal. Sonne blendet immer noch, sieht komisch aus. Das ist auf jeden Fall die letzte Aufgabe, die ich dann habe. Oh, wieso kommt denn jetzt hier die Sonne? Es ist so schlimm, da brennt die Fresse wieder aus. Eben war es doch so gemütlich. Und jetzt sowas. Kann ich nicht nachvollziehen. Sneeble Raid, 160 Sekunden. Auf der Suche nach einem Shiny Sneeble, auf der Suche nach XL-Bonbons gleich dazu. Warum nicht? Hat also mehrere Vorteile. Mit dem kann ich jetzt wieder raus. Der war nur dazu da, mich selbst einzuladen. Kann natürlich nicht jeder. Aber ihr müsst ja den Raid nicht alleine machen. Ihr könnt den Raid ja trotzdem machen mit allen möglichen Leuten. Ihr könnt da mit 50 Mann dastehen und könntet den machen. Da steht ja nicht dabei, dass das ein Solo-Raid sein soll. Ey, es nervt mich jetzt, dass ich nichts finde, was gescheit aussieht. Also ist ja nicht so, also ist kein Solo-Raid, den ihr in 60 Sekunden, unter 60 Sekunden machen müsst. Ihr könnt einen 5er-Raid machen, ihr könnt einen 1er-Raid machen, ihr könnt einen 3er-Raid machen hier. Das hat jetzt was, 9 Sekunden gedauert, wenn überhaupt. Brauche ich aber, um die Aufgabe abzuschließen und damit ich fertig werde, weil der Akku eben gleich leer ist, ich das noch habe. Dann kann ich in Ruhe die Mama holen. Aufs Klo muss ich auch schon wieder. Oh mein Gott. Gucken wir mal, ob es ein Shiny ist. Ist es nicht. Sieht aber trotzdem übel stylisch aus, meiner Meinung nach. Von den kostümierten Pokémon hier das Beste. Einfach mit dieser Mütze. Sieht aus wie der Typ von gestern. Und mit dieser Sonnenbrille dazu. Feiere ich. Finde ich sogar, dass das Shiny nicht so cool aussieht. Weil diese Farbe einfach gar nicht reinpasst dann. Das sieht stylisch aus so. Jetzt gucken wir nochmal hin. Das haben wir fertig. 5 Feldforschungsaufgaben. Können wir nämlich hier das noch abholen. Dann ist das die Nummer 4, die fertig ist. Carbador lassen wir einfach jetzt drin im Stapel. 107 WP. 117 braucht es für einen 100er, könnte aber auch ein 890er sein. Holen das noch hier ab, da ist noch ein Elzeber. Lassen wir jetzt auch einfach im Stapel drin und gucken uns an, was die letzten Belohnungen hiervon sind. Da haben wir nämlich nochmal 4 Sachen, die wir abholen können. Ein wildes Burmi, okay. Versuchen wir es wieder mit dem Schnellfangtrick. Einmal weg. Dann das zweite. Ein Molimorba, was ich ja damals beim Psycho-Event alles verpasst habe. Kommt jetzt auch schon wieder hier an. War beim Psycho-Spektakel erst dabei, ist jetzt bei der Fashion Week wieder dabei. Sollte man jetzt aber alle Bonbons zusammen haben, um das mal entwickeln zu können. Kirlia, der Frecker. Beim letzten Mal mit Hut dabei, konnte nicht shiny sein. Diesmal mit Hut ist es dabei und kann shiny sein. Was Niantic sich dabei gedacht hat, da waren auch viele mega wütend. Die haben geradet bis zum Umfallen letztes Jahr und dabei gab es das gar nicht als shiny. Und jetzt plötzlich gibt es das als shiny. Während alle anderen damals auch schon shiny waren und nur es nicht, konnte keiner nachvollziehen. Ist egal. Sneeble hier noch mitgenommen. Müsste jetzt gepasst haben. Oder auch nicht. Nehmen wir halt den großen Ball. So. Jetzt hat's gepasst. Wir sind immer noch nicht fertig. Oh mein Gott, mein Akku! Schnappschuss von Sneeble, Klibungel und Quappel im Freien. 3 großartige Curveball-Würfe hintereinander. Hintereinander Kämpfe gegen 5 Fashion-Herausforderer. Okay, dann gibt's aber die Perücke. Schnappschuss? Jetzt ist nichts mehr da. Sneeble, Klibungel, Quabbel. Suchen wir uns mal was. Wir machen noch die Curveball-Würfe. 3 großartige hintereinander. Das versuchen wir schnell noch zu machen beim Smetbo.
So, der zweite ist auf jeden Fall gemacht. Der dritte fehlt noch. Die Trainer werde ich euch jetzt nicht zeigen. Die Trainer werde ich einfach versuchen, fix zu machen, aber euch wenigstens die Belohnung noch reinzuschneiden, denn der Akku ist jetzt im roten Bereich. Das geht auf jeden Fall nicht gut aus. Das ist fertig. Noch Fotos machen, nochmal 5 Trainer. Bis gleich. So, ein letztes Mal zeigen wir euch das nochmal mit Glibungel. Glibungel hier, geht ihr drauf, zack, Foto, Bild, hier bestätigen, zack, dann geht das weg und das war es auch schon und die anderen Aufgaben sind auch schon fertig. Jetzt haben wir das noch gemacht mit den 5 modebewussten Trainern, wollen jetzt aber hoffentlich wirklich die letzten Belohnungen abholen, die letzten Pokémon-Begegnungen hier raus, nochmal 3 Stück und dann sind wir fertig. Pico Chiller am Start. Ja, ist eigentlich ganz niedlich, aber seit dem Forschungstag nervt mich das auch komplett. Deswegen weiter geht's mit Shinox, mit Hut, was natürlich auch shiny sein kann. Habe ich letztes Jahr bekommen mit Hut als shiny. Kann man ja nicht entwickeln. Und für euch würde ich sagen, die noch gar keinen Shinox haben, macht lieber das normale Shinox, was ihr dann eben auch durchentwickeln könnt, anstatt das mit dem Hut. Und dann ärgert ihr euch, dass ihr das nicht entwickeln könnt. Die Hardcore-Sammler nehmen natürlich das mit, ja. Mit Hut, ohne Hut, alles Hut. Und hier ist noch ein Quabbel drin. Das Quabbel enttäuscht mich. Da fand ich das Shinox viel cooler und seltener als jetzt hier ein Quabbel, was die ganze Zeit wild rumsitzt. Wir bewerten noch ganz kurz die letzten, die wir hier gefangen haben. Quabbel, Shinox, Pico Chiller, Evolis, Medbo, Sneebel, Kirlia. Sieht einigermaßen gut aus, aber eigentlich ist trotzdem alles Schrott. Und wir wollen noch ganz kurz einmal drauf. Ich hoffe, der Akku reicht noch. Wenn wir auf Individualisieren gehen, können wir uns doch jetzt bei Mütze, ist das eine Mütze eigentlich nicht? Da ist diese komische Bio. Was für die Erkältung kaufen, weil der eigentlich nichts. Eigentlich nehme ich hier gerade auf für mein Video, ja. Nimmst du auf? Guck, wie der sich da rumrollt und da rummacht. Los, Adi, los! Guck mal, ein Käufwaff! Käufwaff! Yeah. Los, Adi, Angriff! Ich sollte aufhören, immer zu seinen Namen zu sagen und ihn abzulenken. So, Moment. So! Wie ihr seht, der Ramses ist zu Hause angekommen und wie ihr vielleicht auch seht oder mitbekommen habt, war der Akku leer. Ich weiß jetzt nicht, ob die Aufnahme noch geklappt hat, ob die Aufnahme noch da ist. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Meine Befürchtung ist vielleicht gewesen, dass, wenn das einfach abrupt ausgeht, dass die letzte Aufnahme nicht speichert oder es in dem Moment die Aufnahme beendet, speichert und ausgeht. Das wäre natürlich optimal. Weil ich nicht weiß, ob es da ist oder nicht, möchte ich trotzdem jetzt noch kurz mich verabschieden. Ich habe trotzdem noch eingeblendet. Ich war ja gerade dran, die Pokémon-Belohnungen abzuholen und habe dann natürlich auch diese Perücke gesucht und habe die Perücke aufgesetzt. Einfach passend zur Fashion Week, die Käufwaff-Perücke. Sieht die nicht genial aus? Schreibt mir eure Meinung unten rein, wie ihr die Käufwaff-Perücke findet, ob ihr die auch aufsetzen werdet dann und ob ihr die auch in echt kaufen würdet. Das war's jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Coole Forschung auf jeden Fall. Hat wieder mal Spaß gemacht. Es sind ja noch 2 andere offen. Das mit Meloetta ist noch da. Das mit dem Schabernack ist noch da. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie weit das ist. Alles ein bisschen chaotisch heute. Die Stimme geht aber mittlerweile besser. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Adi. Adi, sag mal tschüss. Adi, tschüss. Adi, guck.